Die Formel 1 ist bekannt für spektakuläre Rennen, aber auch für spannende Fahrerwechsel. Während manche Transfers zu großartigen Karrieren und legendären Erfolgen führen, gibt es auch Wechsel, die von Fans ohne Experten als wirklich enttäuschend wahrgenommen wurden. Heute schaue ich mir 5 Fahrerwechsel an, die das Potenzial hatten, für Furore zu sorgen, letztendlich eher enttäuschend verliebt. Und ich würde sagen, lass uns los. Wir beginnen mit einem der bekanntesten Fälle, und zwar Fernando Alonsos Wechsel zu McLaren im Jahr 2015. Fernando Alonso, zweifacher Weltmeister, hatte sich nach seinem letzten Engagement bei Ferrari neu orientiert. McLaren schien gemeinsam mit Honda als Motorenpartner das perfekte Projekt für den Spanier zu sein. Ja, doch leider kam alles irgendwie ein bisschen anders. Ja, und zwar die Honda Power Unit erwies sich als riesige Schwachstelle, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, anstatt um Siege mitzukämpfen, musste Alonso sich mit einem unterlegenen Auto gerade so um die Punkteränge da kämpfen. Ja, und dazu kommt noch sein berühmtes Zitat mit GP2-Engine. Ach, was für ein wundervolles Meme. In den folgenden Jahren ging es für Alonso bei McLaren nicht mehr bergauf. Und er entschied sich dann 2018, die Formel 1 komplett zu verlassen. Tja, bis er das Trauma McLaren dann überwunden hat und dann zu Alpine gegangen ist. Der Wechsel, der als Start eines neuen erfolgreichen Kapitels gedacht war, wurde zu einer der frustrierendsten Phasen seiner Karriere. Kommen wir nun zu einem Wechsel, der in meinen vorherigen Videos, und zwar 5 Fahrerwechsel, die überraschten, auch schon dran gekommen sind und die jetzt auch hier mit dabei ist, und zwar Sebastian Vettels Wechsel zu Ferrari im Jahr 2015. Denn er wechselte 2015 zu Ferrari mit wirklich sehr großen Ambitionen. Nachdem er bei Red Bull alles gewonnen hatte, wollte er die Scuderia zurück an die Spitze führen und in die Fußstapfen seines Idols Michael Schumachers treten. Doch obwohl es in den ersten Jahren vielversprechend aussah und Vettel sogar einige Rennen gewann, schaffte es das Team nie, Mercedes ernsthaft herauszufordern. Vor allem 2018 war ein Schlüsseljahr, als Ferrari das schnellste Auto im Feld hatte, doch strategische Fehler und Fahrfehler von Vettel kosten dem Team und ihm selber auch die Titelchance. Sebastian Vettel verließ Ferrari 2020 ohne den ersehnten Titel. Für die Fans war dieser Wechsel eine große Enttäuschung, da sie sich an die goldene Schumacher-Ära erinnert fühlten und eine ähnliche Erfolgsstory erhofft hatten, welche aber niemals kam. Daniel Ricciardo war einer der populärsten Fahrer im Paddock, bekannt für sein Können und seinen charmanten Charakter. Als er 2021 zu McLaren wechselte, hofften viele auf eine Renaissance seiner Karriere. Nachdem es bei Renault nicht ganz so gut gelaufen ist, wie es sich viele erhofften, dachten viele, bei McLaren würde es richtig gut losgehen. Zwar gelang Ricciardo ein sensationeller Sieg beim Großen Preis von Italien im Jahr 2021, doch insgesamt blieb er hinter den Erwartungen zurück. Besonders im Vergleich mit seinem jungen Teamkollegen Lando Norris konnte Ricciardo selten sein Potenzial abrufen. Die mangelnde Konstanz und fehlende Pace sorgten letztendlich dafür, dass McLaren und Ricciardo sich nach nur 2 Jahren wieder trennten. Tja, und die Fans, die waren enttäuscht, denn viele hatten gehofft, dass Ricciardo endlich wieder regelmäßig um Podien und Siege kämpfen würde. Doch dieser Wechsel brachte tatsächlich überhaupt nicht den erhofften Erfolg. Ein weiterer Fahrerwechsel, der hohe Erwartungen weckte, war der von Jacques Villeneuve zu BAR im Jahr 1999. Der Kanadier, der 1997 Weltmeister geworden war, entschied sich für den Wechsel zu einem neuen Team, das von seinem Manager Craig Pollock geführt wurde.
BAR versprach, sofort konkurrenzfähig zu sein. Aber das Team konnte nicht einmal einen einzigen Punkt in der Debütsaison erzielen. Villeneuve blieb dem Team jahrelang treu, aber trotz einiger Verbesserungen konnte er nie an seine Erfolge aus der Williams-Zeit anknüpfen. Villeneuves Wechsel zu BAR wird oft als einer der schlechtesten Karriereschritte eines Weltmeisters in der Formel 1 angesehen. Schließlich kommen wir zu einer der größten Überraschungen der modernen Formel 1. Und zwar Michael Schumachers Comeback mit Mercedes im Jahr 2010. Theoretisch gesehen ist das zwar kein richtiger Fahrerwechsel, denn Michael Schumacher kommt zwar aus dem Ruhestand zurück, aber er wechselt den Ruhestand ja quasi gegen eine Fahrerkarriere ein. Deshalb nehme ich diesen Wechsel tatsächlich auch mit in Betracht. Nach 3 Jahren im Ruhestand kehrte der 7-malige Weltmeister zurück und wollte bei Mercedes an frühere Erfolge anknüpfen. Doch das Comeback verlief anders als erhofft. Schumacher konnte nicht mehr an seine glorreiche Ferrari-Zeiten anknüpfen. Zwar zeigte er gelegentlich starke Leistungen, aber in den 3 Jahren bei Mercedes gelang ihm kein einziger Sieg. Im Vergleich zu seinem jungen Teamkollegen Nico Rosberg wirkte Schumacher oft blass. Auch wenn man tatsächlich gerade in der ersten Saison sagen muss, dass Schumacher auch sehr, sehr viel Pech hatte. Für viele Fans war es wirklich sehr, sehr schwer zu sehen, wie der einst dominierende Champion so weit von seiner früheren Form entfernt war. Schumachers Comeback bleibt bis heute ein kontroverses, diskutiertes Kapitel in seiner langen Karriere. Und das waren 5 Fahrerwechsel, die große Erwartungen weckten, aber letztendlich als Enttäuschungen enden. Natürlich ist die Formel 1 immer unberechenbarer und nicht jeder Wechsel führt zum Erfolg. Dennoch haben diese Transfers oder diese Wechsel gezeigt, dass auch die größten Stars der Sportwelt des Formel 1 nicht vor Rückschlägen gefreit sind.